Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill. Ihr Lieben, heute ist der 1. November 2023 und in vielen Bundesländern wird heute Allerheiligen gefeiert. Ein Gedenktag für die Verstorbenen. Und leider gibt es in diesem Jahr auch einen aktuellen Anlass in meiner Familie, diesen Feiertag zu begehen. Denn mein Vater, Hans Schneider, verstarb am 26. Oktober. Am selben Tag im vergangenen Jahr bekam er die Diagnose Lungenkrebs und genau am selben Datum, 12 Monate später, hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren. Der 26. Oktober ist auch gleichzeitig mein Geburtstag, was natürlich jetzt kein so tolles Timing für beide Ereignisse gewesen ist, aber ich bin froh, dass er nicht noch länger leiden musste. Mein Vater war eine sehr besondere Persönlichkeit. Ein Wort, das ihn in all seinen Facetten beschreibt, ist unglaublich. Ein Adjektiv, das die ganze Ambivalenz seines Wesens ausdrückt, im Positiven wie im Negativen. Er war unglaublich naturverbunden, unglaublich hilfsbereit, unglaublich strukturiert und genau, konnte unglaublich gut und gerne feiern, war unglaublich sportlich, ein unglaublicher Geschichtenerfinder und ein unglaublicher Familienmensch. Gleichzeitig unglaublich pedantisch und manchmal auch unglaublich nervtötend. Er hat stets all meine Interessen und Neigungen unterstützt, die wissenschaftlichen und die kreativen, obwohl er nie verstanden hat, was eigentlich ein Podcast ist. Ich möchte mit dieser 402. Ausgabe von Extra Chill nicht nur meinen Vater ehren, sondern auch alle die Menschen mit einschließen, die sich gerade in Trauer befinden und oder heute ihrer Liebsten gedenken, die nicht mehr unter uns weilen. Dazu habe ich die Playliste, die eigentlich für heute geplant war, auf den Termin in 2 Wochen verschoben. Stattdessen läuft gleich ein ganz besonderes Musikstück, das gleich in 2 Kategorien fällt, nämlich bekannte Alben neu angehört und Extra Chill Classics, also Musik, die es auch außerhalb meiner Sendung immer wieder auf meinen Plattenteller schafft. In Episode 354 stellte ich eine Maxi-Single von meinem Freund Martin Kennedy aus Australien vor, dessen Projekt All India Radio eigentlich nicht mehr vorgestellt werden muss. Wie bei jeder Single gibt es 2 Seiten und die B-Seite mit dem Stück The Original Space Chill lief damals als Rausschmeißer, den ich per Münzwurf ausgewählt hatte. Das Titelstück der Maxi-Single auf der A-Seite, The Shining Cosmos, spiele ich heute, denn es ist ein Werk, das ich immer wieder dann höre, wenn ich runterkommen möchte, das mir Kraft und Entspannung zugleich bietet und nicht nur jetzt im aktuellen Trauerfall eine große Stütze ist. Musik kann trösten und verbinden und ich wünsche mir sehr, dass ich mit dieser Episode ein Licht in all die Düsternis dieser Welt tragen kann. Alle Infos und Links und die Download-Optionen für The Shining Cosmos findet ihr, wie üblich, auf meiner Homepage extrachillpodcast.de. Die nächste Ausgabe meines kleinen Podcasts erscheint in 2 Wochen, am 15. November. Macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Lassen wir jetzt gemeinsam den Kosmos erstrahlen. Hier kommt All India Radio mit dem 27-minütigen Epos The Shining Cosmos. Ein passender Titel zum heutigen Anlass, wie ich finde. Infos unter allindiaradiomusic.com. Marit Jod, Papa.
Schmerzen.